Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Ich habe beim letzten Mal hier die Basis, die ich gebaut habe, wieder ein bisschen abgerissen. Und heute geht es dann ein bisschen an die Feinarbeit, dass wir mal gucken können, wie das denn funktioniert, so ein bisschen. Dass wir hier eine richtig schöne Basis bauen können. Ah, das ist ein bisschen zu tief für meinen Geschmack. Will aber auch nicht so ganz. Also mit der Plattform wollte es ein bisschen mehr. Ah, das sah gerade gut aus. Das sah gerade. Ja, probieren wir mal aus. Es war nämlich, sah vielleicht ganz okay aus. Okay, ist aber hier auch, ne? Oh, warte mal. Oh, wenn das geht. Wenn das nirgendwo, oh, das sieht, oh ja. Ich gehe rein und dann gehe ich nochmal raus. Sehr knapp, aber es funktioniert. Es funktioniert. Das gefällt mir gut. Ja, sehr, sehr gut. Dann habe ich ganz viel Kupfer, warum auch immer. Solarpanel, dafür brauche ich zwei Titan. Okay. Werde ich mich darauf konzentrieren. Und jetzt was essen. Der war's nicht. Wo habe ich mir denn hier nochmal ganz knapp Essen besorgt? Wo ich, ach genau, ich glaube, ich weiß, welche es waren. Hier die, genau. Vital signs stabilizing. So, das reicht erstmal. Oh, komm, können wir uns hier noch ein paar. Wo sind sie? Wo sind sie? Ah, oh, toll. Sind gar nicht erst gekommen. Kann man das essen? Nö. Ming-Pflanze sieht aus wie so eine Vase, wo irgendwie gerade so eine Pflanze rausguckt. Ja, auf zum Entdecker, auf zur Seemotte und dann holen wir uns gerade mal eben ein wenig Titan und bauen los. Ja. Okay. Gerade runter. Könnte es da die. Nee, da gibt es nur die fortgeschrittenen Sachen. Vor allen Dingen, was ist das hier? Ach, Scheibenkoralle, cool. Titan. Müsste da in die Richtung sein. Was ist das da? Okay, jetzt ist es weg. Seltsam. Ach, da ist ja schon der Boden. Nee, was, das sind die. Doch. Okay. Okidoki. Titan. Metallschrott. Aha, einfach mal so ein bisschen hier drüber schwimmen und dann ein bisschen gucken. Hier, das könnte ich. Ja, komm. So. Das kann ich scannen. Gibt dann hier auch noch mal was. Genau, Seegleiter. Ja, zwei. Ist schon mal anfangen, ne? Dann muss ich das Glas noch machen und ich sollte. Oh ja, wunderbar. Ich sollte gucken, dass ich. Ich schwimme erstmal zurück. Zur anderen Basis. Und dann gucke ich mal, dass ich direkt was zur Herstellung habe. Dann brauche ich nicht jedes Mal bis da hinten hinschwimmen. Ist die andere Insel. Ne, die andere Insel ist gar keine Fliegeinsel, Schwimminsel. Stimmt. Stimmt. Die ist ja fest. Aber da haben die Aliens drauf gebaut, das. Und das ist einfach nur ein Berg, deswegen würde sich das eh nicht anbieten. Von daher ist das schon cooler auf der anderen. Viel, viel cooler. Okay, wir sind fast da. Kann ich direkt mal umwandeln, werde dann auch direkt das Glas machen, was ich brauche, um die Glasscheiben zu bauen.
Und stimmt ja, wir brauchen gar nicht auf Druck zu gucken, beziehungsweise nicht auf Stabilität. Wir können einfach drauf losbauen, das ist cool. Cool, dass sie dran gedacht haben. Wobei, es gibt ja auch noch die allgemeine Stabilität in Sachen, ne? Wenn es auf einem Bein steht, das Ding, kracht's ein. Aber das wäre ein bisschen schwierig. Das würde ja dann auch unter Wasser gehen. Dann muss man auf noch mehr achten. So, steht noch alles. Wurde nichts geklaut. Okay. So. Glas. Glas. Und noch mehr Glas. Nein, habe ich nicht. Dann muss ich jetzt gucken, was brauche ich denn für dieses... den Constructor. Ich brauchte Gold und ich... Ja, cool, ich habe ja alles. Gold und Tischkorallenprobe. Ja. Dann machen wir es direkt auf. Habe ich auch hier wieder 100. Oh, nett. So. All systems online. Es müsste so einen Schub geben hierfür. Wäre auch noch cool. Tischkorallenprobe. Eine. Ich nehme mal zwei mit. Auf jeden Fall. Ne, drei. Kommt drei. Falls Platz ist, drei. Werden wir bestimmt noch für was anderes gebrauchen, was wir bauen möchten. Ah. La la la. Ich schwimme natürlich wieder dagegen und verliere ganz viel. Nee, doch nicht. Das sind nur 90%. 90% Energie, die ich noch habe. Dann ist ja alles gut. Okay, also einmal nach hier drehen, da müssen wir lang. Boah. Und ich Korallenproben. Ich muss sagen, da wo der Anfang, ach der Anfang, der Eingang jetzt gerade ist, das ist ein bisschen nah an der Klippe, finde ich. Aber gut, ist ja jetzt auch nicht die Welt, wenn ich aus Versehen mal darunter falle. Ja, drei ist, dafür ist Platz. Alles abgeschafft. Okay, da lang. Beziehungsweise da lang. So. Ja. Könnte ich dann noch für eine Basis bauen? Eigentlich nichts. Ich habe ja überall gebaut, wo was Besonderes ist. Ich könnte höchstens die Enden der Spielwelt erkunden, aber vielleicht wartet da ein ungeheures Monster, eine ungeheure Animation, die einen erschreckt. Kann ich mir vorstellen. Nein, wer weiß. Auf jeden Fall mal Reaper, das steht fest. Vielleicht schwimmen wir auch einfach unendlich weit, wie damals bei den GTAs oder wie allgemein bei den. Beziehungsweise auch bei den Saints Row. Ich frage mich, wie die das einfach gemacht haben, dass man fährt ja. Oder schwimmt ja. Ne, man fährt ein Boot. Aber fährt ja die ganze Zeit geradeaus, aber kommt nicht weiter. Hm. Sehr interessant. Man wird bestimmt irgendwie immer zurückgesetzt oder sowas. Naja, auf jeden Fall sehr cool. Okay, so. Passt. Da geht's sowieso rüber. Okay. Wir schwimmen ja schon fast an Land. Und der Boden kommt. So.
Dann gehen wir erstmal rein. Ich kann auch bald schon wieder Quarz gebrauchen. Aber hatte ich ja gesammelt. Wie lang? Da steht sie auch schon. Ach, hier komme ich auch wunderbar hoch. So. Also. Ja, das kommt einfach mal hier hin. Das wird jetzt nicht so groß ausgebaut werden. Das kann ich auch gebrauchen. Aber. Erstmal. Ja, das hätte ich auf jeden Fall zusammen. Da habe ich extra für. Oh, ist das schön. Ja, das ist. Nee, dahin werde ich nicht bauen, dann baue ich hier noch eins hin. Ja, das ist doch schön. Hm. Das gefällt mir gut. Maliertes Glas. Okay. Das ist ein Schrank. Werde ich brauchen. So. Wie viel Titan haben wir denn noch? Ah, das geht gut auf. Nämlich hier für die Pflanzenkübel noch. So. Okay. Für einen Pflanzenkübel noch. Okay. Man gewöhnt sich so ein bisschen dran, dass man da an der Klippe steht. Ich habe immer Sorge, dass diese Sachen weggehen. Das will ich ja natürlich nicht. So. Okay, also wir brauchen Quarz. Quarz, Quarz. Das könnte direkt unter uns liegen. Also den gucken wir doch mal. Vielleicht finden wir auch noch mal ein bisschen Titan. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Hui. Das war doch ein Meistersprung. Hä? Okay, ich werde nächstes Mal wieder da parken. Und dasselbe nochmal machen. Okay, da sehe ich mehr von diesen weißen Dingern, also ist das Licht an. Ja, genau. Quarz. Eine Übermenge Quarz wäre wieder cool. Ach cool, ich hatte recht. Quarz direkt unter uns. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Das war ein. Ach krass, auch direkt ein Gilsack. Nee, da oben habe ich kein Aquarium, den werde ich nicht mitnehmen, den Fisch. Ach toll. Fette Vorkommen. Da wirkt das Spiel mir schon wieder einen rein, weil ich den Krebs nicht hier oben habe. Ach, irgendwann bauen wir uns noch einen zweiten und dann ist alles gut. Dann werde ich das U-Boot auch für was anderes gebrauchen. Also steht ja jetzt auch einfach nur blöd rum. Als Außenposten. Ach, ist das schön. Und genial. Genial. Am besten noch einen zweiten. Spiel. Oh. Ja, damit. Gilsack. Kein Rubin. Okay, also ihr könnt es bezeugen, hier gibt es Quarz und Rubine. Wenn es nicht sogar das Gebiet war, wo ich immer gesucht habe. Okay, schnell. Oh Gott. Nein, das schaffen wir nicht. Nein. Nein. Boah, Junge! Das war knapp! Heilige! Boah, ey, ich habe das Ding jetzt noch schnell weggedrückt und wir haben es noch geschafft.
Junge! Das war knapp, ey. Ich wollte nicht nochmal suchen gehen, weil wir hätten wahrscheinlich Sachen verloren. Ah, Junge, 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 Junge. Boah, ey. So knapp. Hier ist nicht die Einfahrt. Ach, schön. Ein großer Erfolg. Nochmal. Hä? Ah, hier. Oh. Ey. Ah, hier. Warte, ich wollte ja nicht so weit reinfahren. So, wunderbar. Okay. Jetzt geht's los. Quarz. Ich baue Solarzellen. Wenn es mal eine. Dürfte ja hier oben hervorragend sein. Muss ja auch eine andere Art Solarzelle sein, als die, die wir kennen. So viel Energie, wie die bringt. So schnell. Theoretisch müsste ich jetzt hier drauf springen. Um die anständig zu platzieren, aber... Mach die dann einfach hier vorne drauf. Nein, oder? Ja, doch. Wir müssen doch mal los. Sieht aber schon mal soweit ziemlich gemütlich aus. Ach komm, ich pack alles rein. So. Okay. Da ist die Einfahrt. Ich nenne es jetzt einfach Einfahrt. Ein paar Wildtiere wären auch noch ganz cool gewesen. Also ein paar mehr als Vögel. Diesmal hat es nicht ganz funktioniert. Aber egal. Die Richtung ist die richtige. Besorgen wir mal schnell Tarn. Was ist das? Achso. Einfach nur so ein. Ja. Ränderschatten. Naja. Naja. Gut. Ich glaube, ich werde hier Titan suchen. Dann beklaue ich quasi nicht die anderen Basen. Und dann muss ich auch schon wieder was essen. Beziehungsweise was trinken. Essen geht ja noch. Okidoki. Genau. Trinken. Hm. Oh, nee, hier waren wir. Aber hier in der Nähe lag was. Weiß ich noch. Hier ist es. Genau, das konnte ich nämlich nicht mehr mitnehmen. Haben wir hier auch schon mal wieder Titan. Zumindest mal ein wenig. Achso, du bist gar nicht hinter mir. Das ist schön. Da unten haben wir auch noch was. Wunderbar. Und noch mehr. So, jetzt sind wir aber, glaube ich, auch schon wieder voll. Ist das das, was ich hier runtergeschmissen habe? Das liegt noch hier. Boah, wenn ich jetzt theoretisch unten hinschwimmen würde und dieses eine Titan von letzter Folge wiederfinden würde. Boah, das wäre so heftig. Das ist ja einfach irgendwo runtergefallen. Musst du da gerade mit meiner Seemotte? Naja, auch zurück zur Basis. Hoch. Einmal gucken. Erstmal. Rechts, glaube ich. Nein. Dann da. Hä? Ach. Da. Okay. Gut, gut. Auf zurück zur Basis. Dann gucken, wie weit die Pflanzen sind. Ansonsten aus der Natur essen. Und kriegen wir gleich Licht. Und dann muss ich gucken, wie es weitergeht. Aber das passiert alles erst in der nächsten Folge. Denn wir sind wieder am Ende einer Folge. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und wenn ihr keine neuen Folgen verpassen wollt, könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren. Bis dahin, tschüss und bis zum nächsten Mal.